Wenn die Reise jetzt zu Ende sein sollte, war es trotzdem eine schöne Reise. Dann hatten wir trotzdem eine schöne Zeit bis hierhin. Ja, unser Auto macht keinen Mucks mehr. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Woche, einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Ich mache mir jetzt noch schnell einen Kaffee, der kocht schon. Und dann gehen wir erstmal eine Runde raus mit Peppi. Und noch eine Jacke. Es ist ganz schön kalt geworden. Als wir angekommen sind, waren noch irgendwie so um die 20 Grad. Die Bäume hinter mir hatten noch gelbe Blätter. Und das Wetter hat sich aber jetzt umentschieden. Es ist eiskalt geworden. Es ist von 20 Grad runter auf 6 Grad. Und sogar ab morgen Minusgraden in der Nacht. Ja, aber irgendwie tut's gut, die kalte, frische Luft einzuatmen. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir in einer Werkstatt. Die Werkstatt befindet sich irgendwo im Nirgendwo. Tendenziell nicht so schlecht ist, aber wir haben hier so gut wie absolut keine Möglichkeiten, mit Peppi irgendwo hinzulaufen. Wir sind hier direkt an einer großen Straße, aber zumindest, und das ist richtig schön, haben wir hier eine große Wiese, wo wir sie flitzen lassen können, wo sie Stöcke hat zum Kauen und wir so sie zumindest ein bisschen auslasten können und wir uns ein bisschen die Beine vertreten können. Bevor wir jetzt aber erfrieren und mein Kaffee kalt wird, gehen wir noch mal rein in die Werkstatt und zeigen euch mal die ganze Odyssee und erzählen mal, was so passiert ist die letzten Tage. Thank you.
hast uns ein bisschen gemütlich gemacht. In der Werkstatt. In der Werkstatt. Aber die Werkstatt ist beheizt. Und das ist schon mal... Tipptopp. Ist schon fast zu warm in der Nacht. Wir wollen uns ja nicht beschweren. Aber wie ihr seht, wir schlafen, leben, wohnen, alles in der Werkstatt. Ja. Mit einem aufgebockten Fahrzeug. In... Was ist das für ein Winkel? Ja. 45 Grad Winkel. Ja, 45 Grad. Aber jetzt erstmal der Reihe nach. Wir sind letzte Woche aufgebrochen, sind nochmal, also wir haben von einer anderen Werkstatt einen Tipp bekommen von einem Mechaniker. Ja, von einem Mechaniker, der gesagt hat, er kennt jemanden in Salt Lake City, der sich wohl mit AGR-Kühlern und mit dem ganzen Thema gut auskennt. Mhm. Kleiner Spoiler, hätte er nicht. Wir haben den nämlich nochmal irgendwann kontaktiert und der hätte unser Auto auch nicht gemacht, nicht mal angefasst. Ja. Zu dem Zeitpunkt hatten wir aber noch den Plan, dass wir da hinfahren, haben gedacht, okay, das Kühlwasser, das behalten wir einfach im Blick bis dahin. Das sind schon noch 1500 Kilometer von hier bis nach Salt Lake, also es wäre eine ganze Strecke gewesen. Sind dann in einen State Park gefahren, um nochmal zu duschen, das ist so eine halbe Stunde von hier. Und haben gedacht, wir machen da noch einen kleinen Hike, laufen nochmal mit Peppi und dann machen wir uns auf den Weg nach Salt Lake. Sind dann abends zum Auto wiedergekommen. Und Basti hat noch die glorreichen Worte gesprochen, wenn die Reise jetzt zu Ende sein sollte, war es trotzdem eine schöne Reise. Genau. Dann hatten wir trotzdem eine schöne Zeit bis hierhin. Ja, genau. Hatten wir eine schöne Zeit bis hierhin. Dreht den Schlüssel im Zündungs... im Schloss. Nee, wie nennt man's? Ja. In der Zündung. In der Zündung um. Und unser Auto macht keinen Mucks mehr. Also wirklich gar keinen mehr. Und ja, wir mussten dann feststellen, dass unser Anlasser im Eimer ist und hatten dann Gott sei Dank noch das Glück, nachdem wir schon zu zweit versucht haben, das Auto anzuschieben. Leider war eine kleine Steigung und... Ja, 3,5 Tonnen, kleine Steigung. Haben wir nicht hingekriegt zu zweit. Haben wir nicht zu zweit hingekriegt, aber es kamen dann Gott sei Dank nochmal 4 Jungs. Also es lag auch nicht an der Batterie, das heißt, wir konnten nicht überbrücken. Wir haben so einen Jumpstarter-Booster dabei, aber... Weil die Batterie nicht leer war, sondern der Starter wirklich kaputt war. Der hat nicht mehr geklickt, der war tot. Und dann haben wir mit den 4 Jungs Groot auf die Straße bringen können. Und da war es ein bisschen abschüssig. Das heißt, wir konnten dem ordentlich Schwung geben. Svenny saß vorne am Steuer, hat immer versucht, den Wagen zu starten. Und wir sind bestimmt schon 400 Meter gelaufen hinter dem Wagen hinterher. Und dann habe ich zu den Jungs gesagt, okay, das wird leider wohl auch nichts mehr. Und in dem Moment ist er angesprungen. Haben wir ein Glück. Ich weiß aber auch nicht mehr so genau, was ich gemacht habe in dem Moment. Ich habe einfach nur irgendwann... Genau, und so sind wir wieder hier bei Gary gelandet, weil den konnten wir dann kontaktieren. Und er meinte, er hätte uns auch abgeschleppt. Aber wir haben dann gesagt, nee, wir probieren es nochmal mit anschieben. Und dann sind wir wieder hier auf Garys Parkplatz gelandet. Und dann haben wir beschlossen, wir machen einmal einen Instagram-Aufruf und an alle Reisenden, die auf der Panamericana unterwegs sind, ob es nicht vielleicht doch jemanden gibt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der unser Auto kennt und hier vielleicht reparieren kann. Und wir haben auch ganz, ganz viele liebe Nachrichten von euch bekommen. Und vielen, also vielen lieben Dank. Wir waren fast überfordert mit den ganzen Nachrichten. Und wir haben sicherlich auch nicht alles beantworten können, weil es wirklich so viel war. Ja. Und waren auch viele gute Tipps dabei. Leider war natürlich das Problem, dass wir jetzt nicht mehr fahren konnten. Und wir haben tatsächlich auch niemanden gefunden, der zu 100% sagen konnte, ja, er kann unser Auto reparieren. Wir haben aber viele Ansätze, was es jetzt wirklich sein könnte, und nochmal Tipps bekommen. Und irgendwann kam Gary raus zu uns und hat gesagt, jetzt schiebt euren Arsch hier in die Werkstatt, ich mach das jetzt. Da sind wir jetzt seit einer Woche, ungefähr seit einer Woche sind wir jetzt hier. Es wird immer wieder dran gearbeitet und was genau, das können wir euch gleich draußen nochmal zeigen in der Werkstatt. Wir haben jetzt auch, er weiß auch, was er tut und Brian hilft auch ungemein dabei. Das ist noch ein Kollege, der immer mal wieder vorbeikommt, der eigentlich ein Abschleppunternehmen hat und die zwei... Ja, kümmern sich. Leider scheint es aber wirklich der Worst Case zu sein, dass unser Zylinder, nein, nicht Worst Case, weil noch glauben wir, dass es die Zylinderkopfdichtung ist und nicht der Zylinderkopf. Dann wird es nochmal viel komplizierter. Aber was genau, das erzählen wir gleich nochmal draußen, wie es da aussieht, was alles ausgebaut ist und warum wir noch eine Weile hier stehen werden. Vielleicht sagt auch Gary nochmal Hallo. Ich habe gerade gesehen, er ist gekommen. Ah. Wochenende, der Mann arbeitet einfach jeden Tag und immer bis
10, 11 Uhr abends. Also, der schuftet. Ja. Und auch für uns. Ja. Alright, thank you. Thank you. Und was diesmal? Jeden Morgen bekommen wir 2 Muffins. Mega lieb. Triple Berry. Double Chocolate. Ach, mal was Salziges. Bevor es süß gibt. Ich hätte gerne den Double Chocolate. Das ist für mich. Du hattest schon Double Chocolate. Ich hatte Double Chocolate noch nicht. Ich hatte aber auch schon Triple Berry. Ja, ich auch. Aber Double Chocolate hatte ich noch nicht. Oh, halbe, halbe. Na gut. Na gut. Jetzt haben wir aber auch noch Pie zum Muffin. Wir gehen hier so raus aus der Werkstatt, falls wir jemals diese Werkstatt verlassen. Ja. Das alles hier ist crude in Einzelteile zerlegt. Und hier, das alles hier ist quasi das, was vorne drumherum war, die Plastikteile, unsere Lichter, Luftfilter, das konnten Svenny und ich noch ausbauen und helfen dabei. Das hat sich schon irgendwie falsch angefühlt, das alles abzumachen. Und irgendwie sind das schon voll viele Teile, aber das war halt nur der Anfang. Alles andere sieht noch viel schlimmer aus. Also bis wir hier hingekommen sind, hat das ultra lange gedauert, weil also erstmal wusste natürlich keiner, wie unser Motor aussieht. Die Anleitungen, die wir hatten, die haben auch nicht alles gezeigt. Das heißt, es war echt kompliziert. Und sie waren auf Polnisch. Ach ja, genau. Die einzige Anleitung, die wir damals von John bekommen haben, der konnte eine online bestellen. Das war auf Polnisch. Das heißt, wir mussten auch da nur nach den Bildern gehen. So ein bisschen komplizierter. Alles wurde auseinandergepflückt. Wir sind jetzt runter bis... Also der Zylinderkopf liegt da vorne, der ist runter. Zylinderkopfdichtung ist runter und natürlich alles, was vorher im Weg war. Und das liegt alles hier. Und das ist der OP-Tisch hier. Das ist die alte Zylinderkopfdichtung. Sieht gar nicht so schlecht aus, ehrlich gesagt. Aber es wurden so 2 Spots ausgemacht, wo wohl die Zylinderkopfdichtung undicht sein könnte. Das haben auch 2 Personen unabhängig voneinander an der gleichen Stelle festgestellt. Deswegen sind wir ganz guter Dinge. Hier haben wir jetzt den Zylinderkopf. Wir haben den schon mal sauber gemacht, damit, wenn der zum, wie sagt man eigentlich, Maschinenmeister? Ja. Zum Maschinenmeister kommt, dass ja, der das nicht noch machen muss, weil der muss auf jeden Fall vorher sauber sein. Leider muss das jetzt natürlich noch alles abgebaut werden, damit wirklich nur der Zylinderkopf dahin kommt. Da wird geguckt, ob der wirklich gerade ist, weil die Vermutung sehr, sehr nahe liegt. Das ist bei den meisten so, dass der nicht ganz gerade ist und dann kann natürlich auch die Dichtung nicht komplett abdichten. Hey Gary, you want to say hi to Germany? Hello from America. Gary, what do you think about our car? I think we got a situation. That's what I think. A bad situation. Did you ever think you've been ending up in that situation? No. I don't ever want to see it again. Ever. Do you still like us, Gary? Yes. Yes, I do. That's got nothing to do with people. It's just bad engineering. That's what it is. And a lot of swear words. Well, we try to keep it at a minimum. Thank you, Gary. You're welcome. Ich bin jetzt gerade noch mal mit Peps draußen und ich kann es nicht glauben. Es war ja heute Morgen schon kalt, aber es hat einfach angefangen zu schneien. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Dass wir das noch mal hier erleben und ich bin gespannt, ob wir morgen hier im Schnee aufwachen. Ist auf jeden Fall absolut verrückt. Ich mache jetzt hier noch eine kleine Spülrunde mit Peppy und dann gehen wir rein und dann machen wir es uns gemütlich. Kerzen werden angemacht, Lichterkette wird aufgehängt, wir haben Mandarinen gekauft. Also
Wir machen es uns so richtig weihnachtlich gemütlich und dann machen wir das Video fertig, weil das geht morgen schon live. Richtig schön gemütlich haben wir es im Van und es riecht gut. Es riecht nach Weihnachten. Machst du dich etwa lustig über mich? Nein. Ich habe das nur noch nicht gesehen, wie man so... Das ist das Weihnachtsding. Das macht jeder. Na gut. Ja, wie ihr seht, wir sind nämlich schon in Weihnachtsstimmung. Ich keine Ahnung, ob das schon viel zu früh ist, aber... Ich glaube nicht. Dieses Jahr ist Weihnachten einfach früher dran. Ja. Uns tut es auf jeden Fall ziemlich gut, denn davon kriegen wir ein bisschen gute Laune, das können wir gut gebrauchen. Denn wir hätten euch natürlich viel lieber schon irgendwie wieder ein Video von unterwegs gezeigt und wie wir frohen Mutes auf Reisen sind. Stattdessen ja, ist es mal wieder ein Werkstattvideo und wir kommen nicht vom Fleck, wir können uns hier nicht wirklich wegbewegen und das macht es natürlich auch irgendwie... Ja, weniger spannend, aber trotzdem wollten wir euch das zeigen, wie es eben auf Reisen auch gehen kann, denn es ist nicht immer nur eine tolle Reise, es kann auch mal was dazwischen kommen, wie bei uns. Man lebt in einer lauten, ungemütlichen Werkstatt für zwei, hoffentlich nicht drei, sondern nur zwei Wochen. Ja, und das wollten wir euch irgendwie auch mal zeigen. Die Alternative wäre gewesen, dass wir kein Video gemacht hätten, aber ja, das gehört eben auch dazu und das passiert vielen Reisenden, dass es mal... nicht so läuft, wie man sich's vorstellt, aber ja, das geht auch vorüber und wir sind guter Dinge, dass wir jetzt irgendwie auf der Zielgeraden sind und dann so schnell wie möglich wieder mit Groot auf der Straße sind. Wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, dann kennt ihr das Spielchen ja, lasst uns ein Like fürs Video da, ein Support-Herz, würden wir uns riesig drüber freuen, ein Emoji der Woche, irgendwas aus der Werkstatt ist doch klar. Ich ja, finde es toll, dass du mich dabei so fragend anguckst. Ja, ich dachte, das ist vielleicht eine andere Idee. Ja, und Kanal abonnieren, damit unterstützt ihr uns immer gewaltig. Und wenn ihr Lust habt, könntet ihr natürlich auch mal bei Patreon vorbeischauen. Vielleicht irgendwie mal einen Monat, da würdet ihr uns sogar auch finanziell mit unterstützen, was wir im Moment auch ganz gut gebrauchen können. Ihr könnt einfach mal sehen, was wir da so treiben. Und ansonsten freuen wir uns über jeden Austausch und eure Kommentare unterm Video und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und ansonsten können wir nur noch sagen, danke, Ende. Aber nicht abgucken.